Hallo meine Lieben und willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute ist wieder Unboxing-Tag. Heute stelle ich euch die Pinkbox aus dem Monat Juni vor. Ich habe sie jetzt zwar schon aus dem Karton geholt, habe aber noch nicht reingeschaut. Das wollte ich wieder mit euch machen. Das ist jetzt meine zweite Box von dreien, also im Juli kommt dann nochmal eine. Ich hoffe, ihr habt Spaß jetzt an dem Video und wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Die schon aus dem Karton geholt, weil den wollte ich einfach loswerden, weil der einfach viel zu groß ist. Und in der Pinkbox war hier die Zeitschrift Petra drin. Ja, hi. Werde ich auch irgendwann mal durchlesen. Ist ja, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie die Cosmo. Finde ich aber immer cool, wenn da so eine Zeitschrift mit drin ist, dass man einfach so ein bisschen Inspiration sich holen kann oder auch ein bisschen drin schmökern kann. Finde ich echt cool. Also ich bin immer noch nicht ganz gesund. Deswegen verzeiht mir, wenn ich dann nicht so meine Stimme so mitmacht. Und wundert euch nicht, ich habe hier so mein Fenster auf, weil es einfach viel zu heiß hier drin ist. Laber ich nicht länger rum. Es ist wieder Pinkbox-Zeit. Ist ziemlich schwer. Wir machen jetzt einfach mal gemeinsam auf. Und ich habe recht gehabt, hier ist eine Zahnpasta drin. Das hat so nach Zahnpasta gerochen. Es ist von Colgate Max White, die Expert White. Weißere Zähne in 5 Tagen. Sieht so aus. Ich habe davon ja schon eine und ich mag solche Zahnpastern einfach. Man sollte sie natürlich nicht oft machen, weil es kann auf Dauer die Zähne schädigen. Aber so einmal im Monat, so mal für 4-5 Tage kann man das ruhig schon mal machen. Und finde ich cool. Wir können ja gleich mal auf der Karte schauen, wie viel die jetzt hier kostet, weil ich habe nämlich eine andere und die kostet, das ist auch eine Full-Size-Größe, also das ist eine Originalgröße und kostet 4,99 €. So, dann kommt mir hier ein Riesending. Das ist von L'Oreal Hair Expertise. Das ist eine Tiefenregenerationsmaske für koloriertes und trockenes Haar. Das ist hier und ich hatte die auch schon mal. Die riecht recht extrem, finde ich. Müssen wir sie mal gerade mal aufmachen. Also ich hatte die schon mal. Pflege war jetzt so, naja. Eventuell gebe ich die vielleicht meiner Mama, weil die mag solche Haarmasken eigentlich und die hat auch koloriertes Haar. Deswegen eventuell gebe ich das dann meiner Mama und dann soll sie das mal testen, ausprobieren. Weil ich hatte die schon mal, mir hat die jetzt nicht so gefallen. Die hat, finde ich, meine Haare noch mehr ausgetrocknet, als dass sie sowieso schon waren. Deswegen, finde ich jetzt nicht so das gute Produkt. Aber es ist eine Full-Size-Größe und kostet 6,99 €. Also stolzer Preis. Dann von Ardene ein Velvet Eyeliner with Softball-Applikator. Das ist dieser hier. Also die Marke kenne ich gar nicht, Ardene. Also wir haben hier einmal schön schwarzen und auf der anderen Seite ist das wirklich so ein Applikator, so ein, ich hoffe ihr seht das. Also ich finde Eyeliner, Kohl-Kajals finde ich eigentlich recht gut. Ich mag die eigentlich auch ganz gerne, kann man schön auch Smoky Eyes mitmachen und das ist ja auch ein Full-Size Produkt und kostet 5,90 €. Also wie gesagt, die Marke kenne ich so gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo man die sich kaufen kann. Eventuell, was ist ja einer von euch? Kann man das mal in die Kommentare schreiben, weil warum nicht mal sich erkundigen, wo es sowas gibt. Hier haben wir eine, das ist von Methode Brigitte Kettner, keine Ahnung. Das ist so eine, was ist denn das hier überhaupt? Ein Körpergel. Also für den Bonnie. Das riecht. Das riecht ein bisschen wie Zahnpasta oder Teebaumöl. Also ich weiß nicht, ob ich mich damit eincremen will. Also hier ist Menthol, Annika, Extrakt und Pfefferminzöl. Und Pfefferminzöl, boah. Mal gucken, was ich damit mache. Also ich weiß nicht, als Körperlotion oder Körpergel sich mit Pfefferminzöl einzucremen. Also ich weiß nicht, mal zum Ausprobieren vielleicht. Aber vielleicht kommt das auch gleich in die Tonne, weil
Das ist jetzt nicht so mein Produkt. Und dieses kleine Ding, sind das echt 20 Milliliter? Oder wie sind die drin? Hier sind 20 Milliliter drin und das Ganze. Also dieses kleine Ding kostet 8 Euro, 7,99 Euro. Und das finde ich schon echt eine Stange Geld. Also ich will gar nicht wissen, was davon, keine Ahnung, 500. Das kann man sich zwar ausrechnen, mache ich jetzt aber nicht, aber ja, ist jetzt überhaupt nichts für mich und ja. Dann haben wir was von Balea, das finde ich cool. Das ist diese Lippenbutter mit zartem Duft von Zitronenblüte und Mandel. Das ist dieses hier, das kennt ihr auch. Das ist jetzt zwar recht neu noch, aber also das ist so die Nachmache von Labello und ja, wollte ich mir sowieso mal kaufen und wenn ich da mal meine aufgebraucht habe, kann ich die gerne mal testen und finde es echt gut, dass auch solche Drogeriesachen mit dabei sind und die kostet, weil es also sonst auch ein Full-Size-Produkt kostet, 1,75 Euro und wie gesagt, da bin ich im DM schon öfters mal rumgeschlichen drumherum und finde ich jetzt cool, dass ich die mal habe, dann kann ich sie mal testen. Dann haben wir von, finde ich sehr cool, von Schäbens eine Feuchtigkeitsmaske mit Aloe Vera, Avocado, Gurke und Urea. Das ist diese hier und diese kostet 99 Cent. Es sind zwei Anwendungen dabei und Schäbensmasken mag ich sowieso. Und Masken kann man sowieso immer gebrauchen. Dann haben wir hier noch eine Leseprobe von Petra Hülsmann. Glück ist, wenn man trotzdem liebt. Das ist ein Roman. Ja, ich habe euch das auch schon in meinem letzten Pinkbox-Unboxing-Video schon gesagt, ich bin nicht so der Lesetyp, also ja, also ich glaube, wenn ich in meinem Leben 5 Bücher gelesen habe, ich glaube, damals die Harry Potter Bücher habe ich gelesen, also wer von euch auch Harry Potter gelesen hat, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch Harry Potter Bücher damals gelesen habt, aber ja, ich bin nicht so der Bücherleser, also Nachrichten und so und Zeitungen, so Tagesnachrichten, also Tageszeitungen, ja, aber Bücher, nicht wirklich. Dann haben wir jetzt hier noch ein paar Gutscheine. Wir haben einmal, ach, das ist von Shadows hier. Hier heißt, pst, es wird mal wieder Zeit für einen Mädelsabend. Ich habe da hier verschiedene Shadows-Masken und ich finde am liebsten diese, also ich mag am liebsten die Peel-Off-Maske. Haben wir von Geschenkideen einen 5-Euro-Gutschein habe ich hier drin. Dann für ein Petra-Abonnement habe ich hier so ein Flyer zum Ausfüllen dabei. Und von Inbox Pekabell habe ich auch hier so einen Gutschein mit drinnen. Und von MBK Kosmetik. Okay, das ist dieses eine hier, dieses Pfefferminz-Gedöns. Da habe ich einen 10 Euro Gutschein dabei, da werde ich bestimmt nichts bestellen, weil es hier zu teuer ist. Und wieder hier 15 exklusive Gutscheine. Finde ich echt cool. Habe ich mir schon ein paar Mal was bestellt vom letzten Mal noch. Wie gesagt, da sind immer, also für alles eigentlich was drinnen. Ob das jetzt Karstadt ist, so eine Internetapotheke, mein Müsli. Also finde ich echt cool. Und meine Box ist somit leer. Und wenn ich mir das jetzt ausrechne, sind wir knapp bei 30 Euro Warenwert. Was jetzt hier in der Pinkbox drin war und ich muss ehrlich sagen, eigentlich von den 5 Sachen, gut, mein der Cool Kajal, das ist jetzt, kann ich auch noch nicht sagen, wie es war, aber die einzigsten 2 Produkte finde ich die 2, also einmal die Zahnpasta von Max White und einmal von Balea. Ja, ich weiß nicht, also diesen Monat hat mich die überhaupt nicht umgehauen, also ja, ich bin ganz froh, wenn ich dann nächsten Monat die letzte habe, weil ja, das da habe ich 8 Euro zahlt. Das ist jetzt zwar nicht so viel, weil ich da ja damals so ein Abo hatte, dass ich für 3 Monate jeweils nur 8 Euro zahlen musste. Das ist okay, aber ja, ich finde, wenn noch nicht mal ganz die Hälfte Produkte dabei sind, wo man sagt, man wird die nicht verwenden oder man wird die verschenken, eventuell sogar wegschmeißen, finde ich, das lohnt sich für mich nicht. Oder wo ich sage, das ist für mich nicht, wo ich sage, das ist für mich attraktiv. Sagt mir mal in den Kommentaren, wie euch die Box gefällt. Also wie gesagt, mein Fazit ist, mir quält die fast eigentlich gar nicht. Wie gesagt, nur 2 Produkte und die hätte ich für weniger als 8 Euro bekommen beim DM. Tja, naja. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an dem Video. Ich werde jetzt im Anschluss noch, glaube ich, 1, 2
Videos drehen, also wundert euch nicht, wenn ich dann immer noch in den nächsten Videos immer noch genauso aussehe wie jetzt. Aber jetzt ist Monatsende, jetzt kommen so Favoriten, DM-Review, aufgebraucht, Videos, die kommen halt einfach jetzt alle. Und ich habe jetzt auch Spaß daran, ich habe jetzt Zeit. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß trotzdem an dem Video. Wie gesagt, sagt bitte unten mal in den Kommentaren A, ob ihr auch Harry Potter Bücher gelesen habt früher. Und B, wie euch die ganze Box so gefällt. Also, wie gesagt, für mich eigentlich ein Daumen nach unten leider. Bevor ich jetzt noch weiter quatsche, vergesst nicht, mich zu abonnieren. Wenn ihr das noch nicht getan habt, lasst mir auch einen Daumen da. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!